Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. So, legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Heimspiel gegen Dynamo Dresden vor 11.744 Zuschauern. Das Preußenstadion war ausverkauft bei dem Rotspiel. Ihr habt das gesehen, es gab einen Notarzteinsatz hier direkt nach Abpfiff. Da ist ein Zuschauer tatsächlich vom Zaun gefallen, war kurzfristig nicht ansprechbar, aber hat sich dann schnell berappelt, konnte auch eigenständig dann aufstehen und ist dann aber ins Krankenhaus gebracht worden zur Untersuchung. Also insofern kein weiterer Grund zur Sorge. Alles Gute auf diesem Weg und vielleicht nochmal an alle der Hinweis, einfach nicht auf Zäune klettern. Das war selten eine gute Idee und gerne lassen. Ich mag mir gar nicht ausrechnen, was da hätte passieren können. Ansonsten, ich begrüße einmal den Gästecoach Markus Anfang und unseren Trainer und würde den Gast wie immer so um sein erstes Statement bitten. Ja, hallo zusammen. Erstmal gratuliere Preußen Münster zum Sieg. Ich finde, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, wir waren heute von der ersten Minute an vor dem Spiel, haben das Spiel komplett kontrolliert und finde auch alle Lösungen, die wir anspielen konnten, haben wir gemacht. Wir sind viel über den Sechser gekommen, dann hat der Gegner umgestellt, haben mit einem Stürmer agiert, hat den Sechser-Position zugemacht, dann sind wirklich viel über das Andribbeln gekommen, viel über Steigklatsch gekommen. Dann haben sie wieder reagiert, haben wieder ihre Sechser verändert und sind mit den Innenverteidigern durchverteidigt. Wir haben dann über Steigklatsch, haben Ball entfernten Mittelfeldspieler gefunden. Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht heute, richtig gut bespielt und immer wieder Lösungen gehabt. Und ja, finde auch, dass wir es sehr, sehr gut wegverteidigt haben und waren da zwischen den 16ern, so wie vielleicht in den letzten Wochen, für mich auch ja, über das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Ja, ist ärgerlich, dass wir das Spiel dann verlieren. Das hat auch wieder was mit unserer Chancenverwertung zu tun. Ich glaube, in dem Spiel war grundsätzlich jetzt nicht so, dass viele Hochkaräter drin waren. Das ist halt ärgerlich, dass du dann in der ersten Halbzeit den Elfmeter nicht bekommst. Dann gehst du 1-0 in Führung und dann läuft das Spiel natürlich komplett anders. Ja gut, ist halt so, müssen wir akzeptieren. Mit eigentlich einem Torschuss aufs Tor haben wir dann das Tor bekommen. In der Situation, wo Luca dann weggeblockt wird und rausgehen will und die Flanke verhindern will, kriegen wir das Gegentor. Und dann haben wir hinten raus immer noch die Möglichkeit gehabt, über Jakob Lemmer, über Meisse zweimal zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen, der hochverdient gewesen wäre. Aber ist momentan nicht so. Wir müssen uns das alles hart erarbeiten. Und bei Preußen Münster sieht man halt einfach, die sind im Lauf drin. Und Mannschaften, die in so einen Lauf reinkommen, sind dann am Ende auch die Mannschaften, die ganz oben sind. Und deswegen, glaube ich, haben sie auch sehr, sehr gute Chancen aufzusteigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sascha, wie hast du das Spiel gesehen? Zunächst mal, Markus, vielen Dank für die Glückwünsche. Es war schon so, dass man heute gerade in der ersten Halbzeit gemerkt hat, wie so eine Herausforderung das für uns ist. Dresden hat echt einen guten Fußball gespielt, ein sehr gutes Positionsspiel gehabt. In erster Linie schon über die Sechser gekommen, hat er schon gesagt, haben in den Sechser zugestellt, sind über die Achter gekommen. Also sie haben immer eine Lösung gehabt und wir hatten da große Schwierigkeiten, das Ganze zu verhindern. Waren dann aber auch mit dem Ball nicht so, wie wir sonst waren oder sind. Wir waren normalerweise, sind ja echt mutig und verlieren die Bälle nicht so schnell, spielen viel mehr Fußball. Haben dann den einfachen Weg gewählt, diese langen Bälle, das ist eigentlich gar nicht unser Liebstes, sondern wir wollen auch schon kicken. Ist uns aber in der ersten Halbzeit nicht gelungen, hatten wir auch Glück mit dem Lattenkopfball, keine Frage, und sind dann in die Halbzeit. Haben uns dann in der Halbzeit aber schon viel mehr vorgenommen, weil auch wir diese Spiele gewinnen wollten, auf jeden Fall. Wollten mehr Druck aufbauen. Haben dann, glaube ich, eine ganz gute Phase gehabt mit 15, 20 Minuten, wo wir auch dann mal nach vorne gut wegverteidigt haben, auch mal längere Ballbesitzphasen hatten. Machen dann auch das Tor in dieser Phase und belohnen uns mit dem 1-0. Kämpferisch natürlich top. Und hinten raus mussten wir uns wieder strecken, mussten ganz, ganz viel beinig sein in der Abwehr. Haben aber dann auch diese Endchancen, bis auf die letzte Chance, wo Max noch hält, glaube ich, das war ein dickes Brett nochmal, wo es Ausgleich fallen kann. Sehr, sehr gut verteidigt. Ich kann von den Jungs wirklich nur den Hut ziehen, wie sie leidenschaftlich kämpfen, wie sie Emotionen zeigen, wie sie füreinander da sind. Das sage ich schon die ganze Zeit und das zeichnet uns einfach aus gerade, diese Gemeinschaft und diese Leidenschaft und diese Emotionen dann auch auf dem Platz. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Super Ergebnis für uns gegen eine bockstarke Mannschaft aus Dresden. Deshalb wünsche ich allen hier noch einen schönen Samstag und frohes Osterfest. Kommt gut nach Hause, Markus. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder gegen Regensburg. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es von euch Fragen? Wenn nicht, dann. Ja, dann bitte.
oder deine kleine sächsische Zeitung. Anfang Dynamo steht jetzt auf Platz 4, ist also nicht mehr der Reaktor, sondern jetzt der Jäger. Kann diese neue Rolle vielleicht ein Vorteil sein für die Mannschaft? Ihr wisst ja, wie ich mit der Tabelle umgehe, das interessiert mich grundsätzlich gar nicht. Wir müssen uns auf unsere Spiele konzentrieren und die gewinnen. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass die Jungs schlechten Fußball spielen aufgrund der Tabellensituation, weil ich finde, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und ich glaube, dass es mindestens ein Punkt gewesen wäre, mindestens, den wir heute hätten holen müssen. Aber das sagen wir ja Woche für Woche. Und das Problem, glaube ich, habe Ende August irgendwann mal gesagt, wir brauchen noch Torgefahr, wir müssen Tore machen. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und man sieht halt, der Gegner macht eigentlich mit einer Chance ein Tor. Und wir erspielen uns Chancen und machen einfach zu wenig Tore. Aber ja, ob das dann besser ist, wenn du aus der Position startest, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben gegen eine Mannschaft, die einen super Lauf hat, aktuell. Und ich fand, dass wir heute, also wie gesagt, mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Und ich glaube, dass wenn wir in Führung gehen, ob das jetzt über den Kopfball ist oder über diese ganz klare Elfmetersituation, ja, egal. Wenn wir da, glaube ich, in Führung gehen, dann gewinnen wir das Spiel. Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank fürs Kommen unseren Gästen. Gute Heimfahrt, euch schöne Ostertage. Ciao.